Hallo, ich wollte mal die Kamera auspacken, dass man sehen kann, was da so drin ist. Das ist halt ein bisschen schwierig so mit einer Hand. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Wie gesagt, eine Hand irgendwie. Meine Güte. Mal schauen, was noch drin ist. Ich glaube, hier ist die Batterie. Und dann hier das Netzkabel. Und leider einen englischen Stecker. Aber auch einen deutschen Stecker, also beide Stecker sind da, wie du siehst. Dann haben wir hier, wahrscheinlich ist das die Batterie eigentlich eher. Genau. Und ein USB-Kabel. Genauso wie ein Trageband. So, jetzt habe ich hier eine Micro-SD-Karte, zumindest gerade gehabt. Na. So, hier ist sie wieder, die ist Micro-SD-Karte, die ist 64 GB groß. Und ist eine ganz gute, würde ich mal annehmen. Die versuche ich jetzt mal zusammen mit der Batterie hier rein zu kriegen. Das erste, was man scheinbar machen muss, ist hier diesen Lock-Knopf nach unten machen und dann den Slider hier von links nach rechts schieben. Dann geht's auf. Und jetzt packe ich mal die Batterie aus, auch mit einer Hand. Manchmal ganz kurz mit zwei Händen den kleinen gelben zu rechts, nach rechts gepielt, rausgekriegt. Upsala. Jetzt ist mir hier runtergefallen. Batterie ist jetzt hier. Und hier gibt es natürlich auch drei Kontakte.
Das heißt, das muss dann wahrscheinlich so rein. Ich schiebe jetzt mal rein, das Ding. So, drin ist es. Und jetzt müssen wir nur noch die SD-Karte irgendwie reinschieben. Mal schauen, ob ich dafür einen Adapter brauche oder nicht. Habe ich so einen Adapter? Den ich jetzt probiere hier rauszuholen mit einer Hand. Drin ist sie. Und jetzt wird das wahrscheinlich hier rein gehören. Wie das meistens so ist. Und sie steckt. Jetzt kann ich wieder zumachen. Und erstmal das Zumachen war eben auch schon ziemlich schwierig. Erstmal den Slider nach rechts wieder. Das sollte jetzt eigentlich alles ganz gut gehen mit einer Hand. Ich drücke jetzt auf den On-Off-Knopf da oben. Und ich werde begrüßt mit einem Screen, Englisch, Spanisch und so weiter. Also ich habe sie jetzt wieder eingepackt, Kamera auf beste Bildqualität eingestellt, GPS eingestellt, komisches Tiefenmesser oder Druckmesser habe ich nicht gefunden, kann ich dann später nochmal schauen. Jedenfalls ist die SD-Karte jetzt drin, die Kamera ist drin, die Batterie meine ich. Und so sieht sie eigentlich wieder ganz ordentlich eingepackt aus. Ich würde jetzt dann noch die ganzen Anleitungen wieder reinlegen, dass es wieder genau aussieht wie vorher. Und alles andere schaue ich mir dann an, wenn es soweit ist. Aber wir packen halt morgen die Geschenke ein. Und deswegen wäre es gar nicht so schlecht, wenn halt schon mal alles funktionieren würde. Den englischen Stecker habe ich jetzt auch gleich draußen gelassen. Das bringt sie auch nicht eigentlich. Den brauche ich ja gerade nicht. Genau. Nur damit du mal gesehen hast, was da so ist. Liebe Grüße. Bis bald.